Das ist also Orania City. Hm, was man in dieser Stadt wohl außer auf Schiffen Partys feiern so erleben kann? Ich frag besser mal nach. Mahalo! Was ist denn hier bitte los? Oh, ich möchte hier bauen und mein Mahalo ebnet das Land. Mahalo! Genau. Es trampelt also auf dem Boden, damit sie hier bauen können? Das ist korrekt. Aber dauert das nicht extrem lange? Oh ja, wir sind schon seit 7 Monaten dabei, aber ich habe keine Eile. Na dann. Was kann man in dieser Stadt denn so erleben? Ja, eine ganze Menge. Also es gibt den Pokémon-Fanclub, den Angelmeister, den Hafen und die Arena von Major Bob. Ein Pokémon-Fanclub? Sind das Fans von Pokémon oder Pokémon, die Fans sind? Fans von Pokémon. Aber ist nicht jeder hier Pokémon-Fan? Oh ja, das stimmt schon, aber die Leute da sind echt hardcore. Okay, danke. Das gucke ich mir mal an. Mahalo! Wow! Hallo, bist du ein Pokémon-Fan? Ich schätze mal. Sehr gut, ich bin hier der Vorsitzende. Ich habe schon über 100 Pokémon gefangen. Möchtest du von meinem Lieblings-Pokémon hören? Klar, warum nicht? Also, am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist so majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, so warm und kuschelig. Beeindruckend. Hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, nicht wahr? So, ich will dich auch gar nicht weiter aufhalten. Hier hast du ein bisschen was für deine Zeit. Was ist das? Das ist ein Gutschein für ein Fahrrad. Aber die kosten 1 Million! Shh. Aber... Nein, 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 nein. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, nachdem du mir so viel über Galoppa zugehört hast. Und jetzt, geh bitte, ich habe Dinge, um die ich mich kümmern muss. Was für Freaks. Der Opa hatte recht. Die sind wirklich hardcore. Hey, du bist doch Pokémon-Trainer, oder? Ja, wieso? Willst du eventuell meine Angel haben? Einfach so? Ja, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe eine neue. Klar, wenn sie gratis ist. Sehr gut. Hier. Danke für diese Gümmelangel. Kein Problem. Ich hoffe, die Fische beißen. Ja, bestimmt. Ich gehe da mal ans Wasser. Oder so. So, Arena oder Hafen? Ah, ich kann auch gleich die Arena hinter mich bringen. Nein. Wer umzäunt bitte sein ganzes Haus, nur um an der einzigen freien Stelle einen dieser entsetzlichen Bäume zu pflanzen? Okay. 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 Hafen. Hi. Ahoi. Hast du ein Ticket? Ich habe ein Ticket für die MSN, aber die ist ja wohl schon vor einiger Zeit abgefahren. Nein, die ist noch da. Wieso das? Uff, keine Ahnung. Irgendwas scheint mit dem Captain nicht zu stimmen. Aber jedenfalls ist das Schiff noch hier im Hafen. Aber ist das nicht problematisch für andere Schiffe? Oh ja. Wir haben ja schließlich nur den einen Pier hier. Und deswegen kreiseln inzwischen mindestens 5 Schiffe im Ozean und warten darauf, dass die Anne ablegt. Na dann... Aber ich darf immer noch auf das Schiff? Du hast ein Ticket, also darfst du an Bord. Cool. Das ist mal ein großes Boot. Ha, da hinten ist noch ein anderer Steg, ganz allein hingebaut worden. Und ist das ein LKW, der da drauf steht? Was der da wohl zu suchen hat? Oh, schade, dass ich nicht hinkomme. Der Mai-Kalender.